Wer seid ihr, dass ihr Vox Schutzzauber brechen und euch ihrem Willen widersetzen könnt? Warum hat sie eure Seele noch nicht verschlungen, wie sie es schon mit so vielen anderen getan hat? Ah, keine Seele. Wie ausgesprochen interessant. Andere haben das auch schon behauptet. Andere sind gestorben. Trotzdem genieße ich jede spannende Herausforderung. Ich merke schon, dass ihr selbst mächtige Verbündete habt. Almalexia und Velot. Aber sie können euch hier nicht helfen. Ihr bedroht Vox, macht sie wütend und zwingt sie, immer brutalere Grausamkeiten zu begehen. Wie glorreich. Bald wird ihre Armee aus Daedra und verlorenen Seelen ausrücken und neuen Schrecken über das Land bringen. Stolze Worte, aber eure Götterfreunde können euch hier nicht beschützen. Eure Göttin versteckt sich in ihrem Tempel, während Vox die Mächte des Reichs des Vergessens führt. Wie hofft ihr, dagegen bestehen zu können? Velots Segen, so eindrucksvoll. Doch ein dürftiger Segen macht euch nicht gleich unbesiegbar. Aber ihr habt auch die Schutzzauber ausgeschaltet. Das gestehe ich euch zu. Vielleicht stellt ihr doch eine Gefahr für Vox dar. Ihr müsst Vox Geheimnisse erfahren, bevor ihr auch nur darauf hoffen könnt, ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Sucht im Inneren nach den drei Anima-Archiven. Lasst euch von ihnen ins Reich der Erinnerung ziehen. Lasst euch von ihnen zeigen, wie es zu dieser kleinen Tragödie kam. Die Archive enthüllen Vox Vergangenheit und lassen euch jene Ereignisse miterleben, die diesen Moment herbeigeführt haben. Beginnt mit dem westlichen Anima-Archiv und berührt den dortigen Anima-Kristall. Dann sprecht wieder mit mir und schaut genau hin. Wie hätte ich dieses monumentale Ereignis miterleben können, wenn ich irgendwo anders gewesen wäre? Wer ich bin? Nun, im Moment bin ich eine Freundin. Belassen wir es doch dabei. Vox war nicht immer so. Einst diente sie bereitwillig dem Tribunal und war dessen Sache ganz und gar verpflichtet. Vox' Sohn wurde abweisender und radikaler. Er brach seiner Mutter das Herz. Schaut und hört genau zu, denn so nahm Vox' dunkle Reise ihren Anfang. Du darfst das nicht tun, mein Sohn. Es ist dein Todesurteil, wenn du dich dem Tribunal widersetzt. Genug, Mutter! Euer Glaube an falsche Götter macht euch blind für die Wahrheit. Ihr dürft so etwas nicht sagen, Meran. Schweig, Mutter! Die daedrischen Fürsten kehren zurück. Ich heiße sie als die wahren Götter dieses Landes willkommen. Bitte, Meran, kehr um. Ich will nicht, dass du verletzt wirst.
Der Sohn hörte aufmerksam zu, als der gerissene Boetia ihm etwas ins Ohr flüsterte. Er versuchte, ein Artefakt aus dem Tempel des Tribunals zu stehlen, den als Veluts Urteil bekannten Hammer. Viele der treuen Anhänger des Tribunals verloren an diesem Tag ruhmreich ihr Leben. Meram wurde gefangen und bestraft. Magistra Vox wurde Zeugin der Qualen ihres Sohnes, ohne dass sie hätte eingreifen können. Mein Kind, warum habt ihr so viel unschuldiges Blut vergossen? Was hat euch dazu verleitet, solche Untaten zu begehen? Ihr seid eine Lüge, Almalexia. Eine falsche Göttin. Ich entsage euch, ihr Betrügerin. Ihr zeigt keine Reue. Und eure Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben. Lasst dies eine Lehre für all jene sein, die sich dem Tribunal entgegenzustellen. Ich flehe euch an. Er ist mein einziger Sohn. Welche Gnade hat Meram seinen Opfern gezeigt? Es tut mir leid, teure Urili, doch er hat diese Strafe verdient. Vor Trauer schwor die arme Vox den dreien Rache. Der wunderschöne Boetia flüsterte ins Ohr der Mutter und offenbarte ihr, dass der Glaube nicht so stark ist wie das Band zwischen Mutter und Kind. Vox war übel mitgespielt worden. Man hatte sie zu weit getrieben. Als zuverlässige Dienerin des Tribunals hatte Vox Zugang zu den innersten Kammern und ihren kostbarsten Schätzen. Almalexia dachte, Vox Ergebenheit sei stark und ihr Glaube unerschütterlich. Almalexia irrte. Falsche Götter, falsche Gerechtigkeit. Meram hat recht. Die dädrischen Fürsten müssen zurückkehren. Und Blut muss fließen. Lasst sie sterben, lasst sie verrotten, lasst sie meinen Schmerz spüren. Falsche Götter können mich nicht aufhalten. Ja, Urili, ja.
Lasst eure Seuche über das Land kommen, während euer Zorn wächst und euch stärkt. Doch ihr werdet Velots Hammer brauchen. Ihr müsst ihn euch aneignen. Das Urteil? Schon mein Sohn wollte es in seinen Besitz bekommen. Ja, es wird mein sein. Und mit dem Urteil in meiner Hand wird das Tribunal fallen. Geht, sammelt eure Anhänger, verbreitet eure Seuche, führt den Hammer. Mit ihm könnt ihr sterbliche Seelen verschlingen und eure wahre Macht entfesseln. Ihr glaubt, ihr könnt euch vor mir verstecken, Eindringling? Ich sehe euch. Eindrucksvoll. Ihre Erinnerung entdeckt eure Anwesenheit. Seht nur, wie ihre Macht wächst. Eure Zeit läuft ab. Das ist so aufregend. Ich glaube, ihr werdet nur eine Chance bekommen, sie aufzuhalten. Ihr habt den Schmerz gesehen, der Vox dazu getrieben hat, die Seuche zu entfesseln und die Leidgeborenen um sich zu scharen, um die glorreichsten Gewalttaten zu begehen. Jetzt versteht ihr ihre Motive und seid endlich bereit, euch ihr zu stellen. Nun, wenn da nicht noch die Macht von Velots Hammer wäre, die könnt ihr nicht überwinden. Velots Hammer erlaubt es Vox, die Seelen all jener, die sie tötet, in ihrem nebelverhangenen Reich zu fangen. Sie verlieren ihre Erinnerungen und verleihen ihr nahezu göttliche Macht. Um Vox herausfordern zu können, müsst ihr diese Seelen befreien. Ich wünsche mir einen fairen Kampf, aber den kann es hier nicht geben. Das Urteil hält eure lächerlichen Götter im Zaum. Es gibt nur einen sicheren Weg. Ihr müsst durch den Hammer sterben, den Vox führt. Sobald ihr ihr Reich betretet, könnt ihr es von innen einstürzen lassen. Worüber macht ihr euch Sorgen? Ihr habt Velots Segen. Er ist eure Verbindung zu dieser Welt. Glaubt an euch und an Velot. Der Heilige wird euch beschützen. Und ich kann es kaum erwarten, endlich zu sehen, wie all das hier ausgehen wird. Enttäuscht mich nicht. Ihr, die Einmischung aus meiner Erinnerung. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Ihr habt meine Schutzzauber zerschlagen. Ihr habt meine Senke im Dienst einer falschen Gottheit betreten. Ich bin beeindruckt, dass ihr es soweit geschafft habt. Doch eure Einmischung endet hier. Euch töten? Das hätte ich schon lange tun können. Ihr seid stark. Ihr habt Hindernisse überwunden, die selbst die falsche Göttin abhielten. Warum sollte ich euch töten? Ihr würdet einen guten Verbündeten abgeben. Unschuldig? Unschuldig? Ihr habt doch selbst gesehen, was eure Göttin meinem Sohn angetan hat. Warum habt ihr euch entschieden, ein willfähriger Sklave dieser Betrügerin zu werden? Denkt für euch selbst! Schließt euch mir an. Ihr hoffnungsloser Narr. Mich aufhalten? Nicht einmal das Tribunal kann mich aufhalten. Die Macht von Velots Urteil strömt durch meinen Körper. Ihr werdet seine Macht spüren, wenn ich euch das Leben raube und eure Seele in mich aufnehme. Ich werde eure Macht erlangen. Und auch die des Tribunals. Noch einer. Aber diesmal ist etwas anders.
Ihr habt recht, Mera. Ein Besucher? Seltsam. Eure Hände, euer Körper, fest, ganz. Wo kommt ihr denn her? Meine Mutter? Ich habe eine Mutter? Ich erinnere mich an kaum etwas, abgesehen von meinem Namen. Das hier ist meine gesamte Welt. Ich kannte nie etwas anderes als diesen Ort. Und ihr gehört nicht hierher. Warum seid ihr hier? Frei? Ich verstehe nicht. Meine Gefährten sprechen oft von Freiheit, als ob es irgendwo anders noch mehr geben würde als dies hier. Doch sie sagen, wir wären gefangen. Dass der Hüter uns in diesem Reich festhält. Dort oben auf dem Westaltar. Wir können ihn nicht berühren. Ihr könntet mit meinen Gefährten sprechen. Über die Freiheit. Ich höre dann zu. Meine Götter haben mich verlassen. Aber ihr strahlt göttliche Gunst aus. Ich spüre Macht in euch. Seid ihr gekommen, um uns zu befreien? Der Hüter hält uns gefangen. Er bindet uns an dieses Reich. Er verhöhnt uns. Wir können ihn nicht berühren. Wir können gar nichts berühren. Aber ihr? Vielleicht. Der Hüter meint, er berge unsere Seelen in sich. Dass wir auf diese Weise an ihn gebunden sind. Wenn der Hüter besiegt würde, wäre ich vielleicht frei. Der Hüter nährt sich von den Kugeln des Untergangs, die den Altar umgeben. Ich habe es gesehen. Der Hüter ist mit diesen Kugeln verbunden. Wenn ihr ihn angreift, wird er sich diesen Kugeln zuwenden, um ihre Kraft zu erlangen. Doch wenn ihr die Kugeln zerschlagen solltet, während der Hüter sich gerade von ihnen nähert. Die Macht in euren Händen ist mir vertraut. Nur will mir nicht einfallen, woher. Es fühlt sich fast so an wie... Oh, was würde ich dafür geben, noch einmal etwas zu spüren? Das Gefühl von Wind auf meinen Wangen. Die Hand eines anderen in meiner... Die Listen des Hüters halten mich hier fest. Er hat meine Seele weggesperrt und verhöhnt mich damit. Er hält sie in einem verrückten Rätselspiel gefangen. Sie ist so nahe, aber sie könnte auch Millionen von Meilen entfernt sein. Auf dem östlichen Podium drehen sich zwei Schlüssel in einem festen Muster um zwei Schlösser auf einer Steinplatte. Um meinen gefangenen Geist zu befreien, müssen beide Schlüssel zur gleichen Zeit in beiden Schlössern sein. Zumindest sagt das der Hüter. Ich kann sie nicht berühren. Ich kann nichts berühren. Aber ihr, könnt ihr es? Wenn ihr nach diesen Schlüsseln schlagen und sie so verlangsamen könntet, dass sie zur gleichen Zeit in ihren Schlössern sind... Oh bitte, ihr müsst es versuchen. Come on.
meine Gefährten befreit. Welche Macht bringt ihr in dieses Reich? Könnt ihr auch mich befreien? Der Hüter hat diese beiden gebunden, aber er meinte, ich wäre zu kostbar für Fesseln. Sein Herr wollte, dass ich selbst darüber entscheiden kann, wann meine Erinnerungen zurückkehren. Was bedeutet das? Erinnerungen woran? Ein Fanatiker? Dätrische Fürsten? Ich... Eure Worte klingen wahr. Was habe ich getan? Ich habe getötet? Ja, ich habe getötet. Ich erinnere mich. Ich dachte, sie würden es verdienen. Mutter! Die drei! Wer hat das getan? Sagt es mir! Mord. Ja. Und es ist noch nicht vorüber, nicht wahr? Weil meine Mutter jetzt an meiner Stadt mordet. Kommt, ich öffne euch ein Portal in Vox' Domäne. Gemeinsam werden wir sie aufhalten. All das geht schon viel zu lange.